Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mal wieder mit einem Update. Und zwar zeige ich euch alle meine Pokémon von Gen 3. Denn Max und Monday sind wir bereits bei Gen 4. Das heißt, Gen 3 habe ich eigentlich, soweit es geht, komplett. Und das zeige ich euch. Viele fragen auch immer, Hong, wie viele 100 hast du? Wie viele Gemaxt hast du? Dies, das. Seht ihr jetzt nicht wirklich. Aber wenn ihr alle Teile zusammentut, dann habt ihr die Antwort. Teil 1 haben wir schon, Kanto, Teil 2 Johto und jetzt Teil 3. Höhen. Ist mir gar nicht eingefallen. So, da gehen wir natürlich auf Nummer. Und dann gehen wir hier runter. Wie gesagt, Gen 1 und 2 haben wir schon. Bei Gen 4 sind wir gerade mit dem Maxen. Wenn wir da fertig sind, und das dauert eigentlich auch nicht so lange, sollte jetzt dann Ende April, wahrscheinlich sogar davor, Mitte April vielleicht, auch schon der Fall sein. Dann kommt ein Update zu Gen 4. Alle meine Pokémon von Gen 4. So, hier. Es geht los. Wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Da haben wir ein Geckoboard zum Tauschen. Geckoboard C-Day. Ich habe nur ein einziges Shiny bekommen. Und irgendwann danach habe ich nochmal einen bekommen, wild. Und ja, das ist so das, was ich habe. Ich habe 300 da. Der hat nicht die C-Day-Attacke, den hatte ich davor schon. Und ja, jetzt mit Super TMs ist das kein Problem. Der wird die noch bekommen. Ich habe den gemaxt, weil der halt so viel höher war als der, als die hier. Die sind halt unglaublich low, haben aber halt die Seed-Attacke. Deswegen gut, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt habe ich mir Staub gespart und benutze einfach eine Super TM dann irgendwann mal auf den. Und für den muss ich noch warten, bis Super Seed wiederkommt. Dann geht's weiter mit dem Feuerstarter. Da habe ich aber einen gemaxt mit der Seed-Attacke, also das ist kein Problem. Ich habe noch einen 100er über und zwei Shiny zum Tauschen noch, aber die braucht eh keiner. Ich hatte natürlich mehr vom Seed-Day, aber alles schon weggeschmissen, weil die eben keiner braucht. Hydropi. 100er Erlös habe ich da bekommen und Seed-Day und noch ein paar zum Tauschen. Und einer, der auch noch wartet, entwickelt zu werden. Fifien. 100er Max, Magnayen, der muss eigentlich umbenannt werden. Oh, wie schreibt man den? Magnayen hoffentlich. Habe ich richtig geschrieben? Magna. Ja. Einen habe ich zum Tauschen. Drei habe ich zum Tauschen. Einer sogar Level 1, falls jemand haben will, der Minis sammelt. Und wie gesagt, einen bereits gemaxt. Zickzacks, zwei Shinies. Nein, sogar drei zum Tauschen. Ein Shiny Lucky Boy noch. Steht noch auf meiner Liste und natürlich gemaxt hier 100%. Wompel, die habe ich hier alle wegen Bonbons zum Weiterentwickeln einfach angespart. Ein Shiny. Und natürlich beide den Shiny Lucky noch. Beide Formen. Partyhut überlege ich mir wegzuschmeißen. Vielleicht braucht es irgendjemand. Aber in der Regel nicht. Man behält es immer trotzdem noch immer eine Weile, aber am Ende des Tages werde ich es wahrscheinlich wegschmeißen. Papinella und Pudox auf Max. Beide 100%. 100er. Shiny Lucky Lotuzel brauche ich noch. Steht auch noch auf meiner Liste, aber drei habe ich zum Abgeben. Ich glaube, das waren auch alle drei, die ich vom Quest bekommen habe. Der Typ, Capillaris Max 100. Tengulist Max 100. Schwalboss Max 100. Shiny Lucky. Pelipper Max 100. Lucky. Zwei zum Tauschen. Ah ne, einen zum Tauschen, einer ist Shiny Lucky. Dann meine God of War Sammlung. 100er. 98er Level 35 wird gefangen und gepusht. Drei Shiny zum Tauschen, ein Shiny Lucky, der ist schwach. 100er erlöst, noch 100er. 100er Lucky, 98er Lucky, 2. Der ist sogar unlucky getauscht, glaube ich. Ne? Ah ja, den habe ich random auf der Tour gefangen. Und dann irgendwann später im Beutel gecheckt. Hatte ich nicht ein 100er? Ne, ich dachte, ich hätte ein unlucky 100er. Aber ein 100er getauscht habe ich mir. Kapilz 100 mit der besonderen Attacke, die jetzt nicht mehr besonders ist. Ein paar Bummels habe ich noch über. Leta King 100 Max und Shiny Lucky Max. Den habe ich auf dem kleinen gemaxt und dann mir rüber getauscht, um den Staub zu sparen. Den Kader 96, diesen Monat kommt ein Event, da kommt
den Kader wild und hoffentlich einen 100er, damit ich den auch maxen kann, weil 96 reicht mir leider nicht. Ja, ich habe noch ein paar über, keine Ahnung, falls mal irgendjemand auch haben will. Also ich würde gerne in den Kaders tauschen. Dann haben wir Ninja Tom, Lucky 100, Grüße gehen raus an, boah, wie heißt die denn echt? Auf jeden Fall im Spiel Nvidia. Krabums, glaube ich, heißt der. 100, Max. Makita habe ich zwei Shinies zum Tauschen. Ne, sogar drei. Ein Hariyama und ein paar Hunderter. Und einen gemaxt natürlich. Noch ein paar Hunderter über. Die kommen einfach. Azuko ist Shiny Lucky. Grüße gehen raus an Max von Boom. Habe ich gerade mir erst vor kurzem getauscht. Sehr nice. Azuko einfach so, weil kostet 25 Bonbons. Wobei Merkel kostet auch 25, also ist egal, ob ich den behalte oder nicht. Nasknet. Auch im Beutel, um einfach zu entwickeln, falls mal Modul kommt. Dann die Katze auf Max, kommt genau auf unter 1,5 für die Liga, falls das irgendwie relevant mal sein kann, könnte, aber ich glaube nicht. Zu Big ist genauso. Der ist relevant. Shiny Lucky. Lucky 98er gemaxt, weil 100er ist, kommt einfach nicht. Egal was ich mache, leider. Noch einen zum Tauschen. Noch ein 98er, weil ich habe noch zwei 98er, weil ich habe so viele Raids gemacht, aber noch kein 100er bekommen. Dann ganz viele Stoll Junior. Ganz, ganz viele. Auf Randoms, die ich noch... Oh ne, die kann man eigentlich wegschmeißen. Ich hatte mal einen Vorgard an Bonbons, deswegen hatte ich immer Stoll Junior nicht weggeschmissen, aber der ist wohl schon aufgeblocht. Noch ein paar Shiny zum Tauschen. Ein paar 100er, die hat man einfach. Und dann ein Stoll aus Max, der kommt genau auf 3000. Und ein Shiny Lucky. Mediti noch zwei zum Tauschen, drei sogar. Mit der Entwicklung ein Shiny Lucky und ein 100er auf Max. Auch perfekt für die Liga. Voltenso heißt er, glaube ich. 100er Max. Flussel, 100er Max. Und noch ein paar Shiny zum Tauschen, Shiny Lucky. Minon 100er Max und zwei zum Tauschen und ein Shiny Lucky. Volbeat. 100er aber noch nicht Max, weil ich warte auf ein Illumis und da habe ich nur ein 89er Lucky. Random Roselia, what the fuck. War wohl mal ein Ding. Oder ich habe einfach Roselia gefangen. Weg damit. Roselia zum Tauschen. Schlupp-Puck heißt er, glaube ich, Max. Oder Schlupp-Wächt. Schlupp-Puck ist, glaube ich, die Verentwicklung. Twido Max, Twido Shiny Lucky 96. Balmer Shiny Lucky und Wildlord. 100er Max. Kamarupta ist er, glaube ich, 100er Max. Viertel ein Random. Also den besten, den ich habe. Spoink Shiny Lucky. Oh, den können wir noch entwickeln für euch. Habe ich wohl beim letzten Video Shiny Lucky 100 vergessen. Ich habe ja letztens eigentlich ein Shiny Lucky Update gemacht und da habe ich auch ein paar entwickelt. Aber den habe ich übersehen. Okay. Und ganz, ganz viele zum Tauschen. Pandya müsste auch eigentlich irgendwo ein 100er Max sein. Hier. 100er Max. Noch ein random anderer 100er. Ne, das ist sogar derselbe. Shiny Lucky und zwei zum Tauschen. Ich sammle nicht die verschiedenen Formen. Also ich sammle nicht die Muster. Beldra. 100er erlöst, noch nicht Max, weil ich habe 98er gemaxt und dann später erst den 100er bekommen durch die Rocket Stops. Ein paar zum Tauschen, aber die will eh keiner. Altaria, genauso heißt der. Shiny Lucky 96 und Altaria Max. Sengo Max, kein Shiny Sengo und noch kein Shiny Lucky, ist noch auf der Liste. Vibitis, 100er Max und Shiny Lucky. Grüße gehen raus an Manu aus Regensburg. Sehr, sehr, sehr saftig. Auch Lunastein Shiny Lucky von Manu, auch sehr saftig. Und Lunastein nicht Max, denn ich habe noch kein gutes Sonnenfell. Und natürlich auch kein Shiny Sonnenfell. Schmerbe brauche ich auch noch Shiny Lucky, wer mir tauschen will. Und der ist, glaube ich, Max, genau. Der ist Max. Yes. Der ist Max. Genau, der auch, weil offensichtlich, wir haben ja Gen 3 schon fertig. Der ist zum Tauschen, falls irgendjemand haben will. Shiny Lucky ist am Start. Auch drei von denen in Shiny, sogar vier zum Tauschen.
Und Shiny Lucky bräuchte ich noch und der ist Max 100%. Warschau muss ich noch laufen, dann kann ich meinen Shiny Lucky Milotic entwickeln. Und ein Shiny Warschau hat 2. Ein Milotic hätte ich zum Tauschen über. Der Rest ist im Beutel, weil bonbon-technisch, glaube ich, um die Bonbons wegzuentwickeln. Und natürlich einer Max mit 3005. Vor mir habe ich 2 zum Tauschen. Alle Formen jetzt in 100. Schnee hatte mir echt lange gefehlt. Und ich dachte, boah, weil jetzt dieses Jahr läuft ja die Map, aber es kam kein Schnee. Diesen Winter kam kein Schnee. Ich so, ernsthaft, jetzt wo die Map läuft und es kommt kein Schnee. Aber zum Glück, jetzt dann Februar, März, ist es wieder kälter geworden und es kam Schnee und Wetterschnee. Dementsprechend im Spiel konnte ich mir noch einen schnappen. Shiny Shuppet habe ich ein paar über und ein Shiny Lucky und auch einen gemaxt. Zwielicht seht ihr jetzt nicht hier, weil der hat ja eine Entwicklung und die ist Gen 4. Tropius habe ich einen, aber der ist nicht wirklich gut. Palimpalim, leider nur ein 98er, aber was soll man machen? Absolut leider nur 96 Lucky und den bin ich nicht bereit zu maxen. Da geht auf jeden Fall mehr, da warte ich noch. Ich habe einen Shiny zum Tauschen und einen Shiny Lucky, aber ich brauche einen erlöst Shiny Lucky. Ich habe einen Isso zum Tauschen, ich habe noch einen Schnäppke zum Tauschen. Ich habe einen 100er Lucky auf dem Max. Einen Shiny Lucky. Und noch einen anderen alten 100er. Malgeiser Max. Vor kurzem erst einer der letzten Pokémon aus Gen 3 gemaxt. Ein paar Perlu, wahrscheinlich muss ich ein paar wegschmeißen. Dann leiden 2 von denen in 100. Einer Max, der andere war ein Fehlversuch. Ich habe ja versucht, beide Formen zu bekommen. Leider das erste Mal beim Versuch den doppelt bekommen. Da muss ich nochmal die Quest jagen für einen 100er. Hat funktioniert und dann habe ich es nochmal entwickelt und dann habe ich endlich die zweite Form bekommen. Noch ein paar Shiny 96er ist nicht schlecht, ein paar zum Tauschen. Relikant 93er Lucky geworden. Ist glaube ich auch mein einziger. Ah ne, ich habe ein paar schon getauscht. Genau. 100er Libiscus Max, Shiny Lucky Libiscus. Kindwurm leider kein 100er, da habe ich nur einen 98er. Vom Seedle und ein Shiny Lucky, aber es gibt ja Krypto, also erlöst Shiny Lucky, den bräuchte ich eher als den hier. Metagross habe ich ein paar 100er, 100er, aber ah ne, den habe ich entwickelt während des Super Seedles. Offensichtlich hatte ich zuerst den hier, nur vom Seedle, vom ersten Seedle. 96er Lucky, dann hatte ich den gemaxt, Regirock noch keinen gemaxt. Denn da fehlt mir noch ein guter und Regi Eis genauso, beste 93. Nur Regi Steel, 98er, Attack 14, glaube ich, war das. Ja. Yeah. Und 2 Latias 100. Ja, der eine ist noch nicht gemaxt, aber dafür der hier. Shiny Lucky, noch einen Shiny sogar zum Tauschen über. Latios 100, 98er, Shiny Lucky ertauscht, weil ich habe keinen Shiny bekommen. Kyogre 100, Kyogre Shiny Lucky 100. Und 96, 98er noch über. Grodon 100 am Start. Shiny Lucky, aber ein sehr, sehr schlechter. Rayquaza, kein 100er. Eine Menge 98er. Sehr, sehr viele 98er. Shiny Lucky, keine Shinies mehr über. Die sind alle weggetauscht. Ein Shiny Lucky, aber das ist sehr schlecht. Hier seht ihr es im Moment. Ich habe nur 1, 2, ich glaube 7, 3, 4, 5, 6, 7, 98er Rayquaza. Dioxys, der schlechteste von mir, ist Normalform 93% gemaxt. Ansonsten Angriffsform 100 gemaxt. Verteidigungsform 100 gemaxt. Und Initiativform 98 gemaxt. Und das war's auch mit Gen 3. Das war's, Leute. Wie gesagt, wenn ihr alle Teile zusammentut, weil demnächst kommt dann natürlich auf Gen 4 und dann Gen 5. Dann habt ihr die Antwort auf die Frage: Hong, wie viel gemaxt hast du? Hong, wie viel 100er hast du? Hong, wie viel Shinies hast du? Das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß, viel Erfolg heute bei der Raid-Stunde. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.